meine Lieben, ich bin's, eure Jenny from the Block mit einem Primark-Haul und einem kleinen Zara-Haul. Auf geht's! Zu Beginn möchte ich euch einen ganz frohen ersten Advent wünschen. Heute ist Sonntag und ihr wisst genau, dass wir dem Weihnachtsfest ganz nahe stehen. Ihr könnt natürlich auch dies zur Inspiration eurer Weihnachtsfeier zum Beispiel nehmen. Viele von euch haben Betriebsweihnachtsfeiern. Da wollt ihr vielleicht ganz gut aussehen. Und ihr könnt diesen Haul heute für euch einfach mal zur Inspiration wählen. Und, die schönsten Teile einfach posten, direkt in die Kommentare und mir sagen, welches Teil ihr am schönsten fandet. Und daraus wird dann natürlich direkt auch ein Lookbook entstehen. Ich freue mich auf all eure Comments. Und leg jetzt einfach mal los. Also, zuallererst habe ich bei Primark diesen wunderbaren Hut gefunden. Dieser Hut hat nicht mehr als 8 Euro gekostet. Er ist so schön in einem dunkelblau mit einem Filzstoff. Und hier mit einer Kunstlederapplikation hat man einen Hut, der wirklich gut ausschaut. Es ist ganz, ganz schwer, solch steifen Hut zu finden. Und ich habe mich da ganz lange ganz schwer getan. Dieser Hut sieht sehr gut aus. Man könnte damit auch sehr gut feiern gehen. Jeder von euch sollte wissen, dass man nicht viele Key Essentials braucht, um ein gutes Outfit zu haben. Was immer ganz wichtig ist, ist eine weiße Bluse. Also ihr könnt natürlich auch mehrere weiße Blusen haben, aber wichtig ist, diese eine weiße Bluse zu haben. Denn wenn ihr das habt, dann habt ihr dann sozusagen ausgesorgt. Zum Business Dinner, selbst zur Weihnachtsfeier, ist eine weiße Bluse immer wunderbar. Ich habe in der Herrenabteilung dieses wundervolle Trikot-Oberteil gefunden. Wie viele von euch wissen, stehe ich auf diese Teile und bin so froh, dieses Ding gefunden zu haben. Hinten steht Coke drauf, vorne Atlanta 86, hinten auch. Und was so toll an diesem Coca-Cola-Shirt ist, ist, dass es schwarz-weiß ist. Und es sieht super cool aus mit einer Cappy zum Beispiel. Mit High Heels kann man Trikots tragen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die alten Lookbooks von mir erinnert. Ihr könnt dazu Sneakers tragen, das ist sehr gut. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch einen coolen High Heel, Strap High Heel tragen. Und dann habt ihr wirklich ausgesorgt. Das ist ein sportlicher Look. Aber sportlich kann man auch sehr gut mit eleganten kombinieren. Dieser Hut, wie ihr seht, passt auch sehr, sehr gut zu diesem Top. Das ist dann auch direkt die Gelegenheit für euch, nach Teilen zu gucken, die ihr nicht nur im Winter tragen könnt, sondern auch für die darauf kommende Saison. Natürlich folgt nach dem Winter auch direkt Frühling. Es ist immer ganz gut, wenn ihr eine Kleidung habt, die abwechslungsreich ist und die ihr durchs ganze Jahr ziehen könnt, okay? Beziehungsweise anziehen könnt. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch jetzt nicht nur auf den Winter bezieht, sondern Teile findet, auf die ihr vielleicht auch im Frühling Lust habt. Weil es bringt wirklich nicht so viel Geld auszugeben, um nicht die Kleidung weiter fortzuführen, okay? Achtet auch immer auf die Qualität und wie sich die Kleidung anfühlt. Zieht es am besten in der Umkleidekabine einmal kurz an, einmal kurz über, macht den Fühltest, macht den Farbtest, haltet euch das einfach mal ran und dann könnt ihr auch schon entscheiden, ob die Kleidung zu euch passt. Nämlich gibt es, finde ich, für gewisse Menschen nicht eine gewisse Kleidung, sondern für gewisse Geschmäcker eine gewisse Kleidung. Im Grunde genommen könnt ihr alles tragen, aber es muss natürlich auch zu euch passen. Ich liebe diese Bluse. Diese Bluse ist ein absoluter Traum. Hier ist ein Blumendesign drauf in weiß und die Bluse ist im Kobaltblau. Hinten ist sie ganz schlicht geschnitten. Was schön ist, sind die Ärmel. Die sind ein wenig umgeklappt bzw. umgefaltet. Und ihr könnt sie natürlich noch viel mehr umkrempeln. Der Fantasie ist bei dieser Bluse absolut keine Grenze gesetzt. Und ich finde sie so besonders. Sie sieht einfach richtig toll aus. Und ich finde, sie sieht nicht preiswert aus. Sie war wirklich billig. Und ich freue mich so sehr, dass ich sie gefunden habe. Ich habe diesen ganz tollen Gürtel gefunden, der aussieht wie eine Kette. Dieser Gürtel ist mit Gold verziert, sowohl als auch mit blauen Stein sowie auch weißen Stein. Ich fand, der sah ganz besonders aus. Kann man sehr gut zu einem Kleid tragen. Jetzt zu dieser Saison glitzert und funkelt dieser Gürtel ganz schön und es passt einfach super gut. Und ich finde auch, nicht nur im Winter kann man diesen Gürtel tragen, man kann ihn
durchaus durch das komplette Jahr durchweg tragen und deswegen habe ich ihn mir gekauft. Ich bin in meiner Auswahl sehr explizit geworden. Ich kaufe nicht jeden Gürtel, den ich sehe und jeden Gürtel, den ich auf einmal gut finde, muss ich dann auch in meinem Schrank hängen haben. Ich habe so viele und muss dann auch das nehmen, was ich am besondersten finde. Und ich finde, dieser Gürtel ist irgendwie was ganz Besonderes. Da wir beim Thema Gürtel sind, habe ich diesen tollen Gürtel im Afrika-Design gefunden. Er ist braun, richtig schön Karamell-Schokobraun. Und was schön an dem Gürtel ist, sind diese Bänzel und auch diese goldenen Nieten. Ich finde diesen Gürtel wunderschön und kann ihn mir sehr gut zu einer Jeans vorstellen. Jetzt haben wir natürlich auch die Hosensaison. Man trägt ganz, ganz viele Hosen. Man kann diese Gürtel auch zu Hotpants tragen. Und ich stehe auf schlichte Gürtel, aber finde, wie gesagt, diesen braunen Gürtel auch mal ganz interessant. Ich finde einfach, dass er mit diesem Design besticht. Da ist Gold bei und da sind diese ganz tollen Glassteine drauf. Und ich finde, dieser Gürtel ist einfach richtig schön und auch ihn kann ich durchs ganze Jahr hinweg tragen. Also dieser Gürtel ist auch eine sehr schöne Geschenkidee für all diejenigen, die noch Geschenke suchen. Hey, vielleicht ist der Gürtel ja was. Hier habe ich diese wundervolle Kette gefunden. Ich finde, diese Kette ist was ganz Besonderes und ich habe noch nie so eine tolle Kette gesehen. Sie besteht aus einem Material wie, wie so ein Seil, wie so ein Springtau sieht es aus. In schwarz, weiß, schwarz, weiß. Ich verlose eine von diesen Ketten für jeden wunderschönen Kommentar und vor allen Dingen, wenn ihr mir schreibt, was ihr zum ersten Advent alles so gemacht habt, beziehungsweise was so eure Pläne sind am ersten Advent und für die nächsten Adventtage. Schreibt mir ruhig alles in die Kommentare. Der mit dem interessantesten und mit dem schönsten Kommentar wird ausgewählt. Falls ihr nicht gewinnt, seid bitte nicht traurig. Es wird noch ganz, ganz viele Gewinnspiele geben. Aber ich lose dann einfach mal irgendeinen Kommentar aus, welches ich nett fand. Und der Gewinner bekommt sozusagen dann angekündigt zum zweiten Advent hin, dass er der Gewinner ist. Und dann schicke ich dir diese tolle Kette zu. Okay? Ich finde sie richtig schön. Sie passt sehr gut zu jedem Outfit. Sie sieht aus wie so ein Kragen und ja, das ist was ganz Besonderes. Was natürlich zu dieser Saison nicht fehlen darf, sind 80 Dehn, 3 Paar Strumpfhosen. Ich liebe die Primark Strumpfhosen, sie halten bei mir ganz gut. Es gibt natürlich diverse Erfahrungsberichte zu diesen Strumpfhosen. Viele finden sie nicht toll, ich finde sie super und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier einfach, okay? Also, man hat hier 3 Paar Strumpfhosen, man hat 6 Euro bezahlt und das finde ich ist sehr, sehr preiswert für solch eine tolle Strumpfhose, die ich von der Qualität her absolut in Ordnung finde. Wie ihr seht, trage ich gerade Kreolen. Ich muss sagen, dass diese Kreolen von H&M stammen. Sie sind ein wenig geriffelt, ich finde sie ganz toll. Aber Primark hat auch so ähnliche Kreolen. Für 2 Euro bekommt ihr nämlich nicht nur ein Paar Kreolen, sondern 2 Paar Kreolen. Und das finde ich ganz toll. Dieses eine Pärchen Kreolen ist ganz glatt und das Pärchen Kreolen ist ein wenig geriffelt. Ähnlich wie meine H&M Kreolen. Die H&M Kreolen sind allerdings ein wenig größer. Ich finde alle Kreolen ganz toll. Ich finde, sie passen sehr gut zu meinen Haaren und ja, mit 2 Euro macht man da auch nichts falsch. Dann habe ich diese wunderschön blaue Hose gefunden. Das ist eine Jeans, die sehr, sehr schön aussieht. Ich mag die Waschung ganz gerne. Ich mag die Farbe sehr, sehr gern. Hinten hat sie ganz schlichte Knöpfe. Es ist eine Skinny Jeans in der Größe 34 und ihr könnt sehen, dass sie, sogar in der Größe 32. Ich habe abgenommen, Leute, und jetzt passe ich da rein. Also, ich finde diese Hose wirklich sehr schön und mir hat die Waschung gefallen. Die ist mir direkt ins Auge gefallen. Leider gab es die Hose nicht in meiner Größe, da ich etwas abgenommen hatte. Musste ich dann auch einfach mal fragen, ob diese Hose noch im Lager ist. Also, nicht verzagen, wenn ihr die Hose nicht direkt auf der Stange seht. Fragt doch einfach mal nach, ob es die Hose im Lager gibt. Ich glaube, die ist ganz begehrt. Dann habe ich diese graue, schöne Hose gefunden. Ich finde das Grau einfach super interessant und finde, dass man dieses Grau zu fast allem kombinieren kann. Ich habe diese Hose leider nur in Größe 34 gefunden. Ich hätte sie gerne in Größe 32 gehabt, aber auch Größe 34 funktioniert für mich ganz gut und sie sitzt wirklich sehr, sehr gut. Ohne Gürtel kann ich sie leider nicht tragen, weil dann rutscht sie ein wenig. Das war meine Primark-Kleidungsstück, ja? Also guckt wirklich, was ihr wirklich braucht. Und wenn ihr die Sachen, wenn ihr jetzt so eine Hose habt in der gleichen Farbe, dann finde ich, lohnt sich das nicht. Dann wartet lieber ein wenig ab, bis eine Waschung bei Primark ist, die zu euch passt. Weil man sollte wirklich bewusst mit seinem Geld umgehen. Es ist nicht einfach, Geld zu verdienen. Und es ist auch nicht einfach, immer so viel Geld rauszuschmeißen. Was soll das? Also guckt wirklich explizit, was ihr braucht.
und übertreib nicht die Lage mit dem Shoppen. Aber ich kann euch sagen, es gibt wirklich schöne Sachen zurzeit. Jetzt machen wir weiter mit Zara. Hier habe ich so einige tolle Dinge drin. Zum Beispiel fangen wir wieder mal an mit einem Hut. Ich bin wirklich ein Hutnah und bin super Fan, vor allem von diesem Hut. Dieser Hut ist in einem schönen braunen Wildlederoptik mit so einem khaki-grünen Band versehen. Und was ich an diesem Hut ganz toll finde, wie ihr jetzt gerade auch schon rausgehört habt, finde ich es ganz gut, wenn er etwas steif ist und ich sozusagen diesen Effekt habe, ja, dass dieser Kreis zu sehen ist. Und ich finde das bei diesem Hut ganz interessant, dass er zwar biegsam ist und nicht wirklich steif, aber er macht praktisch, was ich will, wenn ich ihn aufsetze. Ich zeige euch das einmal. Also dieser Hut lohnt sich wirklich. Er hat 20 Euro gekostet. Und wenn man ihn aufsetzt, kann man ihn so richtig schön biegen und formen. Der Schirm ist sehr, sehr groß. Also man hat richtig viel Hut für normales Geld. Und er erinnert mich so ein bisschen an einen Mexikanerhut, aber gleichzeitig ist er wirklich multiple einsetzbar und ihr könnt ihn zu allen möglichen Farben tragen. Er passt gut zur Haut und er wird auch gut zu jedem Hautton und zu jeder Type passen, okay? Und ich finde es ganz cool, dass ich so am Schirm ein wenig rumbiegen kann und dass der Hut sozusagen genau das macht, was ich von ihm erwarte. Ich bin da wirklich so eitel und ich trage auch nicht mehr jeden Hut. Und wenn der Hut nicht das macht, was ich von ihm will, dann wird er nicht gekauft. Ganz einfach. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Form und von der Biegsamkeit und von dem Material. Es ist ein richtig schönes Material, kann ich euch sagen. Ach, ich lasse ihn jetzt einfach mal auf, weil der so schön ist. So, weiter geht's. Und zwar habe ich für 50 Euro diese wundervolle Hose gekauft. Diese Hose habe ich auch bei Kylie Jenner gesehen, also für all die Kardashian-Fans und für all diejenigen, die Kylie Jenner toll finden. Diese Hose gibt es auch direkt bei Zara. Also, super toll an dieser Rockstar-Hose sind die Knieapplikationen bzw. die Riffelung an den Knien. Der Reißverschluss ist super nice und die Hose sitzt richtig schön eng. Sie fällt, glaube ich, nicht unbedingt klein aus, aber ihr solltet schon eine Größe nehmen, die die Hose ganz hauteng an eurem Körper sitzen lässt. Also sie sieht wirklich fantastisch aus, muss ich euch wirklich sagen. Ich bin verliebt in diese Hose. Es lohnt sich. Kauft sie euch, wenn ihr die 50 Euro über habt. Sie lohnt sich wirklich und ich würde sie wirklich jedem wärmstens empfehlen. Apropos wärmstens empfehlen, sie ist wirklich auch ein guter Kälteschutz. Last but not least habe ich eine ganz, ganz tolle Errungenschaft hier in meinen Händen. Ich habe dieses Weiß-Creme-Holzfällerhemd gefunden und finde ganz besonders an diesem Holzfällerhemd, dass es so selten helle Holzfällerhemden gibt. Ist euch das mal aufgefallen, dass die meisten Holzfällerhemden bei H&M oder bei Zara immer so rot sind, blau sind, vielleicht auch mal grün sind, aber dass es ganz selten helle Holzfällerhemden gibt. Und ich mag halt den Swag-Style und ich mag es ganz gern, im Sommer zum Beispiel eine Hotpant zu tragen. Ich habe da auch eine weiße Levi's Hotpant im Auge und da möchte ich dann auch manchmal gar nicht, dass so mein Po rausguckt und man mir da direkt raufstarren kann, ja. Und da mag ich mir auch ganz gerne einfach so ein Holzfällerhemd umhängen. Das könnte ich euch zum Beispiel in einem Lookbook zeigen. Also, wenn euch dieses Holzfällerhemd gefällt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, damit ich dann auch das Lookbook machen kann, sodass ihr seht, was ich genau meine, okay? Der Stoff ist so weich und so schön. An der Brust hat dieses Hemd Taschen. Das sind die Ärmel. Und ja, ich würde euch gerne dieses Holzfällerhemd repräsentieren. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wie gesagt, ihr entscheidet, was ich trage. Und ja, das war's auch schon. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum ersten Advent. Und hoffe ganz, ganz stark, dass ihr zur nächsten Woche auch mein Lookbook schaut, nämlich zum zweiten Advent. Ich muss mir da noch eine tolle Überraschung zum zweiten Advent einfallen lassen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, was ich mache. Für all diejenigen, die zum Beispiel mein Make-up mögen und es toll finden, sagt mir unbedingt Bescheid, ob es euch gefällt. Und dann kann ich vielleicht auch ein Tutorial machen, um euch zu zeigen, wie ich diesen Look kreiert habe. Also es ist ein Make-up, was ich mit der Urban Decay Palette kreiert habe
Und die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Es sind warme Töne. Die Augen sind sehr stark betont, aber trotzdem in diesen schön warmen Tönen. Und auf den Lippen habe ich einen Wet n Wild Lippenstift und meine übliche Foundation mit ein bisschen Glowy-Effekt, okay? Also, wenn euch das gefällt, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Ich freue mich ganz, ganz doll auf eure Comments. Liebe euch über alles. Ihr seid schön, wie ihr seid. Und sagt dann einfach bis zum nächsten Sonntag, welches dann der zweite Advent wäre. Bye, bye!